Ja, herzlich willkommen zum BZ-Talk zum Thema Bürgermeisterwahl in Glottertal. Die steht am 6. Februar an. Dann können die Glottertäler Bürger ihre Stimme für einen Rathauschef abgeben. Es gibt genau da einen Kandidaten, das ist der amtierende Bürgermeister Karl-Josef Herbstritt. Und den habe ich heute zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Herbstritt. Hallo, Herr Heilemann. Herr Herbstritt, Sie waren ja schon 20 Jahre lang im Gemeinderat und haben jetzt eine komplette Amtszeit als Bürgermeister hinter sich. Mussten Sie denn jetzt lange nachdenken, ob Sie es nochmal machen wollen? Nee, eigentlich nicht. Das Bürgermeisteramt macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein erfüllendes Amt, ein Amt, das reizvoll ist, jeden Tag wieder neue Herausforderungen bietet. Und für mich ist es so, dass ich noch einige Ziele habe und die würde ich gern auch angehen und umsetzen, zusammen mit dem Gemeinderat, mit der Verwaltung, mit der Bürgerschaft. Und darauf freue ich mich, wenn ich am 6. Februar wiedergewählt werde. Das, was Sie vorhaben, da würden wir jetzt natürlich kurz drauf eingehen. Sie haben ja ein sehr umfangreiches Wahlprogramm, vollgepackt mit Punkten. Ein Thema ist die Digitalisierung. Da schreiben Sie Digitalisierung als Zukunftschance für den ländlichen Raum. Was ist denn für das Glottertal konkret darunter zu verstehen? Grundsätzlich ist es so, dass wir die Glasfaserversorgung im Ort haben. Die Telekom hat diese Glasfaserversorgung in der Ortsachse ausgebaut. Also mit neuester Vektoring-Technik sind wir im Prinzip jetzt im oberen Drittel des Tales angelangt. Mit Vektoring-Technik in Verteilerkästen ist eine relativ gute Verbindung in der Ortsachse aufgebaut. Und jetzt sind wir Mitglied im Zweckverband Breitband Breisgau Hochschwarzwald. Und dort ist es so, dass wir mit dem Zweckverband zusammen ein kommunales Netz aufbauen. Das heißt, Glasfaser in jedes Haus und betreiben wir dieses Netz dann mal Vodafone. Da gab es eine Ausschreibung und die hat der Vodafone gewonnen. Die wurde landkreisweit also für den ganzen Landkreis ausgeschrieben. Und das wird dann der Betreiber sein und es wird die Aufgabe. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr mit dem Ausbau beginnt, der nächsten 1-2 Jahre sein, in jedes Haus mit Glasfaser anzufahren. Jetzt gibt es ja viele Gemeinden in der Region, die sich auch mit dem Ausbau beschäftigen und die jetzt auch mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, weil es einfach zum Teil deutlich schneller geht als über den Zweckverband, Ausschreibungen, das Warten auf Fördergelder. Warum setzen Sie weiterhin auf den Zweckverband? Zum einen gibt es einen Grundsatzbeschluss der Gemeinde, dass sie Mitglied im Zweckverband ist und dass wir ein kommunales Netz aufbauen wollen. Das Netz, dieses Glasfasernetz bzw. dieses Lehrernetz, das durch den Zweckverband verlegt wird, wo wir schon einige Strecke in sogenannte Mitverlegungsanträge verlegt haben. Das ist dann ein kommunales Netz, das ist dann nachhaltig, das ist dann auch im Besitz der Kommune. Wenn privatwirtschaftlich ausgebaut wird, ist es so, dass es dann im Besitz eines privaten Investors ist. Und wir haben uns für dieses andere System landkreisweit entschieden. Und da ist es dann so, dass auch gewisse Hemmnisse noch da sind, weil privat verlegt heißt dann Mindertiefe verlegt. Das ist dann deutlich höher verlegt. Das heißt für uns auch, wir müssen ja koordinieren mit anderen Versorgungsträgern, mit Wasser, mit Kanal, mit Strom. Und da ist es so, dass wenn ein minder verlegtes Netz über alle anderen Versorgungsträger liegt, da haben wir in der Vergangenheit schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Meinetwegen beim Wasserrohrbruch, wenn die Wasserleitung dann 2 Meter tief liegt und 7 Versorgungsträger drüber liegen, ist es oftmals fast nicht mehr möglich, an diese Wasserleitung zu kommen. Und wenn es dann noch eine Hauptleitung ist und diese Kreuzungspunkte sind natürlich da, vor allem mit der Ortsachse, dann ist das für uns besser. Wir haben hier ein Netz, wo wir näher dran sind und auch noch deutlicher bestimmen können, wie dieses Netz verläuft. Das heißt, was rechnen Sie? Wann hat jeder Glottertäler eine schnelle Internetverbindung? Ja, also in der Ortsachse ist jetzt schon so, dass 200 Meter rechts und links der Ortsachse sind bis zu 200 Mbits möglich.
Das ist schon mal eine ordentliche Versorgung. Problematisch sind ja diese Außenbereiche. Wir haben auch ländliche Strukturen. Das heißt, bis zum letzten Hof wird es natürlich auch weit. Verbindung ins Föhrental zum Beispiel ist zu deutlich zu schlecht. Und für gerade die hinteren Betriebe ist es schon schwierig, dort eine stabile Verbindung aufzubauen. Wir haben aber dort mit dem Ausbau der Föhrentalstraße schon Mikrolehrernetze liegen. Und jetzt gilt es im Prinzip, diese Außenbereiche möglichst schnell an ein Netz zu bekommen. Und wir haben ja durch diesen landkreisweiten Betreiber, durch Vodafone, dann die Möglichkeit, dass wir Einfluss nehmen können, dass dann auch diese Netze wirklich mit Leben erfüllt werden, mit Glasfaser aufgeblasen werden. Auch diese Mitverlegungen, die wir im Moment schon angehen. Steckleweg ist zum Beispiel einer, der im Moment gerade laufen wird in den nächsten Monaten. Im Schuhhammerweg haben wir Mikrolehrernetz verlegt und das muss jetzt mit Leben erfüllt werden und soll dann aufgeblasen werden. Und wir werden dann natürlich erst in den schwächer versorgten Bereichen mit dem Zweckverband beginnen. Das ist natürlich eine Frage der Kapazität, die man hat. Die Tiefbaufirmen müssen zur Verfügung stehen. Und es ist natürlich so, dass der ganze Landkreis im Moment auf diesem Weg ist. Das muss man einfach sehen, dass das halt auch für den Zweckverband im Moment schwierig ist, alle gleichzeitig zu bedienen. Aber wir hatten Gespräche mit dem Geschäftsführer und der hat uns eigentlich zuversichtlich vermittelt, dass es auch für die Gemeinde Glottertal eine zeitnahe Perspektive gibt. Das ist ja auch ein Thema, das unter anderem für die Wirtschaft eine Rolle spielt. Ein großer Wirtschaftsfaktor im Glottertal ist der Tourismus. Da steht auch auf Ihrer Agenda Förderung des Tourismus. Wie kann das konkret aussehen? Was haben Sie sich da vorgenommen? Ja, die Gemeinde muss in erster Linie Rahmenbedingungen schaffen, die einfach für die Gäste attraktiv sind, dass auch Gäste ins Glottertal kommen. Wir haben die Innerortsentwicklung ja eine große Sprung hinter uns. Rewe-Einkaufsmarkt, wenn die Leute in eine Ferienwohnung kommen, die Gäste, dann ist das Erste, was ich frage, wo sind Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Da gehört aber auch so eine digitale Infrastruktur dazu, denn wenn die Leute in der Unterkünfte sind, das Erste, was sie machen, sie klappen ihr Laptop auf und dann wollen sie ins Internet. Da ist auch das mit dieser kommunalen Infrastruktur eine grundlegende Voraussetzung. Die Leute sind ja nicht gewohnt, dass dann eben strukturelle Defizite da sind. Und dann ist es so, dass unser großes Kapital ist natürlich die Landschaft. Die Landschaft wird aufgehalten und gepflegt von Weinbauern, von Landwirten. Und das ist unser größtes Kapital. Deshalb kommen die Gäste auch zu uns in den Ort. Wir haben im Übrigen auch zwei Kliniken. Dort ist es auch wichtig, dass die gut mit Internet versorgt werden. Da sind solche Infrastrukturthemen wie Breitbandausbau ganz wichtig, weil diese Kliniken ja auch kommunizieren, nach außen kommunizieren und brauchen stabile Internetverbindungen. Und es ist so, dass hier da natürlich auch kommunale Infrastruktur wie der Rewe-Markt beispielsweise eine Grundvoraussetzung ist für die Attraktivität eines Ortes. Und dann versuchen wir natürlich, die Betriebe auch durch unsere Tourismuswerbung, durch das Tourismusbüro, das wir noch selber betreiben, zu unterstützen. Wir haben einen Gästekatalog, wir sind auf Social Media, wir haben verschiedene Werbemaßnahmen, natürlich immer begrenzte Rahmen. Die Gemeinde Glottertal ist eher eine finanzschwache Gemeinde, aber dass wir uns eine eigene Tourismusinfrastruktur leisten, das ist auch heute ein klares Zeichen, die gilt es natürlich fortzuentwickeln. Vor allem, wenn Corona rum ist, werden wir mit Sicherheit auch diese Folge der Pandemie abarbeiten müssen. Das hat mit Sicherheit auch Folge für die Betriebe, aber auch für das Gästepotenzial. In der Corona-Pandemie hatten wir jetzt ja Betriebe, die waren geschlossen. Wir haben gute, junge, leistungsfähige Betriebsleiter, die investiert haben und die eigentlich auf einem sehr guten Weg sind. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass auch das Angebot im Glottertal sehr attraktives ist für die Zukunft. Und die Gemeinde muss eben auch schauen, dass sie dann hier Rahmenbedingungen drumherum kreiert, wo diese Betriebe dann halt auch Möglichkeiten gibt, diese Betriebe auch aktiv unterstützt. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, den Tourismus zu fördern und
den Gast dann eben auch eine gute Möglichkeit im Glottertal zu bieten. Wir hatten im letzten Interview schon mal drüber gesprochen. Es gibt, ist durchaus attraktiv im Glottertal auch, sich trauen zu lassen. Das ist ja dann etwas, was eine Dienstleistung ist. Da machen wir ja auch, versuchen wir ein Angebot zu liefern, auch am Samstag, am Wochenende, wo dann eben auch Gäste auch ins Glottertal kommen und dann parallel dieses Angebot, das touristische Angebot auch nutzen. Und wir versuchen das dann in der Form auch zu unterstützen, dass wir auch hier Termine anbieten. Und das sind so, ist jetzt ein kleines Beispiel, aber da gibt es dann schon noch vieles. Aber was natürlich der Fall ist, das Ganze muss sich verzahnen. Landwirtschaft, Weinbau, Gästebeherbergung, Touristen. Etwa zwischen 35.000 und 40.000 Stück im Ort jedes Jahr ist ein großer Markt, auch für die Direktvermarkter, vor allem für den Weinbau, für die Brennerei, aber auch für landwirtschaftliche Produkte. Und das zu unterstützen und auch zu vernetzen, das ist eine wichtige Aufgabe. Ja, und neben den Tourismusgästen, für die das Glottertal sehr attraktiv ist, ist es natürlich auch attraktiv für Leute, die Wohnraum suchen. Es ist ein Megathema überall. Wie geht da das Glottertal voran, auch wenn Sie sagen, unsere Landschaft ist unser Kapital, die Flächen sind begrenzt. Wie weit kann man dann noch wachsen? Wie ist da Ihre Zielrichtung? Also grundsätzlich ist es so, dass Glottertal eine Eigenentwicklungsgemeinde ist. Also wir dürfen im Rahmen unserer Eigenentwicklung wachsen. Das heißt für uns konkret in der Praxis, dass wir Baugrundstücke, Baugebiete ausschließen, Baugrundstücke anbieten wollen für Glotterteller Bürger, für junge Familien, die nachwachsen. Wir können nicht in die Fläche, weil wir einfach geografisch begrenzt sind und natürlich auch darauf achten müssen, dass wir das Tal nicht unattraktiv durch Bebauung verändern. Und da heißt es sehr sensibel mit umzugehen. Da ist es immer im Einzelfall ein Abwägungsprozess, ob man sich baulich entwickeln kann oder nicht. Und wir haben jetzt im Moment ein Baugebiet in der Entwicklung, Hausmatte Altvogtshof, wo wir schon eine starke Nachfrage haben, vor allem von jungen Glottertälern, die sich dort irgendwo ihr Eigenheim oder ihre Wohnung eben schaffen wollen. Da ist eine große, große Nachfrage da im Moment. Was ja auch Einfluss auf die Landschaft hat, sind andere Bauten, wie zum Beispiel Windräder. Da sind wir ja auch vor einer großen Herausforderung, was den Klimawandel betrifft, Förderung von erneuerbaren Energien. Wie stehen Sie da zur Windkraft? Das war ja auch in der Vergangenheit im Glottertal schon ein Thema. Also grundsätzlich kann man alle regenerative Energie nur befürworten. Wir wollen das auch unterstützen. Da sind wir uns bis zu dem Punkt mit Sicherheit einig. Auch sind wir nicht gegen, sondern für Windkraft. Aber man muss ein bisschen abwägen, wo kommen diese Entwicklungen hin? Wie will man sich entwickeln? Da hat die Gemeinde Glottertal eigentlich eher auf einen Höhezug gesetzt, um zu sagen, okay, ein Höhezug, dort ist eine Entwicklung in gewissem Maß möglich. Ich sage immer, und das ist auch meine persönliche Meinung, der Schaden und der Nutzen durch eine Industrieanlage muss natürlich auch abgewogen werden. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Wir haben immerhin auch Artensterbe und solche Themen sind genauso groß wie die Energiewende selber. Und wir haben natürlich im Rheintal Industrie, in der Täler haben wir Siedlung. Und dann sind noch diese Höhezüge da, die noch einigermaßen unberührt sind. Und dort, meine ich, ist das wesentlichere Argument der Abwägung, greift man mit Industrieanlage in diese Höhezüge ein, sind dort sensible Bereiche, die müssen natürlich abgewogen werden. Und da kann natürlich nicht der Schaden größer sein wie der Nutzen, wenn sie solche Themen miteinander konkurrieren. Und ansonsten ist die Entwicklung der regenerativen Energie auch bei uns ein Thema, dem wir uns auch stellen wollen und fortentwickeln. Deswegen setzen Sie vor allem auf Solar, wenn ich das Programm richtig gelesen habe. Ja, Solarkataster ist jetzt so ein Thema. Da wollen wir der private Hilfestellung geben. Wasserkraft ist in der Glotter begrenzt nur möglich. Das hat auch immer große Auflagen zur Folge. Weil dort ist auch immer diese Abwägung da, wie weit greift es dann in so Gewässer ein und ist es genehmigungsfähig.
Und ansonsten ist es so, dass natürlich auch das Stromsparen, das Energiesparen auch immer ein Thema ist. Wir haben den kompletten Ort auf LED umgestellt. Das war für uns eine große Investition, haben aber eine sehr gute Förderquote requiriert und sehe jetzt, dass das auch Früchte trägt. Wir haben dort deutliche Einsparungen über die letzten Jahre. Und so ist natürlich jeder irgendwo an dem Thema dran. Thema Klimawandel spielt da ja mit. Und die Auswirkungen davon haben Sie ja auch schon gespürt im Glottertal, vor allem was die Wasserversorgung angeht. Großer Teil beruht noch auf eigenen Quellen. Und die sind in der Vergangenheit schon auch mal nicht trocken gelaufen, aber haben deutlich weniger Wasser geliefert als gedacht. 2018 war, glaube ich, so ein ganz schlimmes Jahr. Wie wollen Sie damit in Zukunft umgehen? Also grundsätzlich wollen wir die Wasserversorgung in ihrem Bestand stabilisieren und ausbauen. Wir haben hier ein Strukturgutachten zur Wasserversorgung im Glottertal in Auftrag gegeben und sind jetzt am Ergebnis. Wir arbeiten da verschiedene Schwachstellen ab, die das Netz in sich hat, um eine saubere Versorgung zu gewährleisten. Und dann geht es auch noch um Erweiterungsschritte in die Außenbereiche. Unsere Wasserversorgung, wie Sie richtig angeführt haben, besteht zu 40% aus eigener Quelle und 60% kommt vom Mauracher Berg, im Prinzip aus Tiefbrunnen in der Rheinebene. Und dann haben wir aber noch eine ganze Reihe von Privatbesitzern, vor allem entlegene Höfe, bei denen im einen oder anderen Fall jetzt auch das Wasser knapp wird. Und diese gilt es, sofern es technisch möglich ist und finanziell tragbar, anzuschließen. Und hier haben wir zwei Entwicklungsschritte vor uns, ein Entwicklungsschritt ins Föhrental und ein Entwicklungsschritt ins Oberglottertal. Und hier liegen uns auch schon eine ganze Reihe von Anschlusswilligen vor. Und wir haben jetzt geprüft in diesem Strukturgutachten, wie weit das möglich ist und versuche jetzt eben Konzepte zu entwickeln, wie es dann im Einzelnen technisch geht. Okay, dann eine Besonderheit des Glottertals ist ja auch die Vereinsstrukturen, die da sehr traditionell sind. Wie können Sie das als Bürgermeister weiter fördern? Ja, das ist für uns ein großes soziales Kapital. Wir haben ja fast 50 Vereine und Gruppierungen. Dort ist es so, dass die Gemeinde zum Beispiel zur Ausbildung der jugendlichen Musikvereine gewisse Fördermittel direkt liefert. Es ist jetzt so, dass eine große Entwicklung vor uns steht, Kunststraßenplatz und Soccercourt beim SV Rot-Weiß Glottertal. Da hat auch die Gemeinde mit erheblichen Beträgen die Entwicklung die Entwicklung mit unterstützen. Dort wird ein verlorener Zuschuss gewährt, aber auch eine Zwischenfinanzierung und dann auch die Unterstützung beim Bau und bei der Fortentwicklung. Das ist für uns im Moment ein ganz aktuelles Thema. Aber man muss natürlich in den Vereinen, ist es ja so, dass man diese Leistung nie in Geld bezahlen kann, sondern wichtig ist die ideelle Unterstützung, dass man die Vereine in ihrer Substanz fördert, wo es möglich ist. Das heißt, der Bürgermeister ist präsent, auch bei Generalversammlungen, wie Sorge und Nöte in den Vereinen. Und dort ist es so, dass die Vereine natürlich auch in gewissem Maß zur Gästeunterhaltung viele Beiträge leisten. Und dort ist es so, dass man das halt im Gespräch und aber auch im Miteinander versucht zu forcieren und zu unterstützen. Letzten Endes greift alles ineinander. Und für uns ist es so, dass die Gemeinde natürlich auch Sozialarbeit leistet. In anderen Gemeinden hätte man Sozialarbeiter angestellt, das haben wir nicht. Die Vereine machen da eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Dann wollen wir beispielsweise jetzt den Landjugendraum ertüchtigen. Da haben wir Liederanträge gestellt und hoffen, dass wir dort in absehbarer Zeit eine Zusage bekommen. Dann wird auch der renoviert und ausgebaut. Und so ist halt immer wieder die Möglichkeit, dann Vereine zu unterstützen. Aber wichtig ist auch, dass die Gemeinde hinter den Vereinen steht, wenn sie Ideen haben. Da sind ja unzählige Ideen da und dass man einfach dann auch die Vereine bei ihrem Fortkommen unterstützt, die jetzt gerade der Corona-Pandemie ja schwer gebeutelt sind. Und da wird nach dem Ende der Corona-Pandemie jetzt auch mit Sicherheit Anstrengungen möglichst notwendig werden, um diese Vereine wieder in Gang zu bringen, weil
die letzten 2 Jahre war keine Jugendausbildung in einer speziellen Form möglich. Also das heißt, es kam keine Junge hinten nach, weil einfach das Requirieren, das Anwerben von jungen Leuten, das Begeistern für die Vereinstätigkeit halt schwierig war und das Treffen auch nicht möglich war. Und da werden wir Aufgabe haben, wenn die Pandemie zu Ende geht, um das möglichst wieder in Gang zu bringen. Aber da sind wir mit gerade Vereinsvorständen im Gespräch. Ich war jetzt die letzten Tage unterwegs und habe mein Prospekt verteilt. Da ist ein großer Informations- und Redebedarf immer wieder zu dem Thema Corona und auch zu dem, wie es weitergehen soll. Und da hatte ich erst gestern auch mit Vereinsvertretern lange Gespräche in dem Zusammenhang. Also da haben wir mit Sicherheit Aufgaben, die uns fordern werden. Angenommen, Sie werden am 6. Februar wiedergewählt, sind dann 8 Jahre im Amt. Wie wird denn Glottertal dann aussehen zur nächsten Bürgermeisterwahl? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir diese Projekte, die wir eben skizziert haben, dann auch umgesetzt haben und die Gemeinde eine attraktive Gemeinde im ländlichen Raum ist mit einer guten Infrastruktur, die den Menschen eine gute Lebensqualität bietet und es ein lebenswerter Ort ist, wo die Menschen sich begegnen und auch ein soziales Miteinander pflegen. Und das würde ich mir so in der Form als Ziel setzen oder habe ich mir als Ziel gesetzt, daran immer wieder zu arbeiten. Das ist eigentlich so das, was wir schon als attraktiver Wohnlebensstandort im direkten Speckgürtel von Freiburg dann mit Sicherheit als sehr attraktive Gemeinde auch in der Zukunft uns profilieren können. Was würden Sie sagen, warum sind Sie jetzt der ideale Kandidat, um das umzusetzen? Ja, zum einen ist es so, dass ich hier in der Gemeinde aufgewachsen bin. Für mich ist eine große Motivation, dass ich in meinem Heimatort meinen Beitrag zum Fortkommen der Gemeinde leisten kann. Das erfüllt einem auch mit Stolz und mit Ehrgeiz. Dann ist es so, dass ich die letzten Jahre ja eine Erfahrung sammeln konnte in diesem Amt. Und ich bin überzeugt, dass gerade diese Erfahrung, die ich sammeln durfte und diese Entwicklung, die ich mit der Gemeinde nehmen durfte, eine gute Voraussetzung sind für die weitere Fortentwicklung der Gemeinde. Und darauf freue ich mich auch. Ich habe Spaß daran, Projekte zu entwickeln, voranzutreiben. Und wir haben ja die glückliche Situation, dass wir auch ein sehr gutes Miteinander haben. Ich habe einen sehr guten Gemeinderat, habe 2 gute Stellvertreter. Und wir haben, wenn es Probleme gibt, wenn es vorangehen soll, sind wir immer miteinander unterwegs. Ich habe gute Mitarbeiter im Rathaus, in der Verwaltung insgesamt. Das läuft bei uns sehr gut, das Miteinander. Das ist das, was das große Kapital einer Gemeinde sein kann, wenn der Gemeinschaftsgeist da ist. Das ist die größte Kraft in einer Gemeinde. Und da haben wir im Glottertal sehr gute Voraussetzungen. Und ich denke, dass diese Grundlage in einer Gemeinde, die eigentlich finanziell nicht so gut aufgestellt ist, wir haben ja eigentlich, sind eher finanzschwache Gemeinde, da muss man auch mit Idee und Kreativität punkten. Und da haben wir ein sehr schönes Umfeld, sehr viele Bürger, die sich auch engagieren. Und das macht auch Spaß in so einer kleinen Gemeinde. Man ist ja mit seinem Beruf nah an den Menschen. Und das ist das, was den Beruf auch sehr reizvoll macht, dass man die Bürger kennt, die Bürger kennen mich. Und man kann es nicht immer alle recht machen, aber es ist mit Sicherheit so, dass wenn es ernst wird, dann kann man auf die Mithilfe und die Unterstützung zählen. Und das ist eine sehr schöne Grundlage für gute Zusammenarbeit. Wo werden Sie denn den Wahlabend verbringen? Was haben Sie sich da vorgenommen? Ja, es wird so sein, dass in der Eichberghalle wird ausgezählt. Da wird dann das Ergebnis bekannt gegeben. Ich werde dann natürlich dort vor Ort sein. Es ist natürlich in Corona-Zeit ein bisschen schwierig. Wir werden jetzt mal gucken müssen, wie die Corona-Verordnung am 6. Februar aussieht. Es ist so, dass die Stellvertreter das ja schon in gewissem Maße organisieren. Ich bin ja bei dem Wahlvorgang außen vor als Kandidat, aber da wird mit Sicherheit eine gewisse Möglichkeit, zumindest im Freien sein, dass man sich trifft. Wie weit man dann das gestalten kann, das wird sich zeigen, aber ich werde vor Ort sein und
Im Anschluss ist normal immer eine große Party vorgesehen, aber die wird natürlich dieses Jahr mit Sicherheit, ich denke, am 6. so nicht möglich sein. Ist für mich sehr, sehr schade. Aber ich bin überzeugt, dass man das auch nachholen kann. Es gibt mit Sicherheit Gelegenheiten, wo man gerade die Dorfgemeinschaft auch mal einladen kann. Und da werde ich mir noch was überlegen. Wunderbar, dann sind wir gespannt darauf. Und dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.